Und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Die letzte Folge war ziemlich lang her, ich weiß. Ich habe jetzt gerade mal wieder Zeit gefunden, um aufzunehmen. Die Maus finde ich ein bisschen arg schnell, ne? Ja. Ich finde allgemein alles hier saulaut. Jetzt hört man es kaum nicht mehr. Ich verstehe es nicht. Und die Musik ist ja auch sehr einladend. Ich weiß gar nicht. Tastenbelegung, Map, ja, okay. Ja, keine Ahnung. Wir sollen runter. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind im Inventar. Mit den Pfeiltasten war es, ja. Munition, Objekte, wir sollen nach unten. Wie viele Knoten haben wir? Ich... 0. Geld? Naja. Wir fahren dann mal nach unten. Ich habe auch gar nicht mehr die letzte Folge angeguckt. Ich kann mich nur ein erinnern, dass die noch zu Viecher werden können, wenn ich die Körperteile ab sind. Tut mir leid, wer das alles mitsehen muss, aber ich gehe nur auf reine Nummer Sicherheit wie immer. Die sind ja... Die wurden eingetütet. Einmal bitte zum Mitnehmen. Der hängt mir am Fuß, ey. Ich finde es immer noch extrem laut. Wenn ich die Allgemeinlautstärke runter mache, das ist Kacke. Dann höre ich mich nicht. Wir sollen ja da lang, da ist noch. Ich traue hier niemanden. Absolut niemanden. Ich hab's befürchtet. Luck. Alter, die Geräusche, ne? Fuckt mich nicht ab, ey. Ich kann mich erinnern, dass wir hier schon waren.
Ich bin außerdem auf Leben gekommen, ich Idiot. Nachladegeräusche gibt es auch nicht mehr. Wie? Schlüssel wird benötigt. Habe ich den nicht? Verdammt, wo krieg ich denn jetzt nochmal den Schlüssel her? Klingt ja super an. So rum. Habe ich die Route aus Versehen geändert? Also wir waren doch auf dem richtigen Weg. Tut mir leid. Wie gesagt, ich muss erst wieder reinkommen. Ja, ist okay. Wo führt's denn hin? Okay. Ich hab keinen Bock. An welchen Hoffnungsschimmer klammern Sie sich, wenn alles um Sie herum hoffnungslos zu sein scheint? Dr. Cross war eine wahre Gläubige. Sie hatte Vertrauen und wartet jetzt auf Ihre Transformation, Ihre Wiedergeburt. Sind Sie bereit aufzuerstehen, Mr. Temple? Natürlich sind Sie das. Haben Sie keine Angst. Sie werden bald schon Ihre Rolle erfüllen. Werden Sie Zeuge der Überführung eines wahren Gläubigen! Sie sind bereit. Bitte nicht nachmachen. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Haben wir eben gerade meine Maus schneller gestellt. Alter, diese Musik, ne? Alter. Ich schwör, ich will nicht mehr. Wie rennt man noch mal? Ach ja. Also rennt man nochmal. Ich gehe nur auf Nummer sicher, tut mir leid. Ich bin froh, wenn er keine Arme und Beine mehr hat, ne? So. Bei dem genauso, tut mir leid, auch wenn er unser Freund, Kumpel, was weiß ich auch war. Bin froh, wenn er nichts mehr an sich hat. Auch wenn's sehr verstörend ist. Oh, Geld. Gut. Ist auch mal erledigt. Brandwaffe. Direkt mal nachladen hier.
Ich höre keine Nachladegeräusche mehr, das beunruhigt mich sehr. Da ist die Maus wieder zu schnell. Moment. Kriegt man nur mit einer sehr langsamen Maus hin. Diese Musik, die... Naja, ciao. Man hört die Schussgeräusche nicht mehr, das ist schon etwas schade. Vielleicht sollte ich das doch wieder benennen. Genau. Jetzt hört man auch wieder so weit alles, ne? Ich will nicht. Nein, ich drück doch eh, ich drück doch eh. Alter. Alter, Walter, Walter. Diese Gedärme, ne? Komm, 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 komm. Alter, so wie das Herzklopfen im Spiel ist, so ist bei mir auch, direkt mal nachladen hier. Oh, wie kommt denn das da hoch? Ich will nicht runter. Hier wird echt alles verwertet. Tut mir leid, es ist zu still, weil ich bin echt konzentriert hier. Aua! Verpiss dich! Mit dir spiele ich Fußball, ey! Das habt ihr gerade nicht gehört. Alter. Erstmal ein Whisky, bitte. Geld. Die Waffe ist leer, muss man die nehmen. Der ist hinüber, ja. Wir müssen aber auch dorthin. Ich hole mir erstmal den Knoten hier. Sauber. Ich weiß jetzt schon, dass es kein gutes Ende haben wird.
Gerade nicht, wenn wir wieder hier hochfahren. Ich gehe mal kurz auf Karte. Okay. Habe ich gar nicht früher benutzt eigentlich so die Karte, ne? Nicht so wirklich. Mr. Clark. Oh, fuck, Alter. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin ganz in Ihrer Nähe und ich weiß, dass Sie es interessieren wird, was ich zu sagen habe. Ich kann Ihnen alles erklären. Ich weiß, was passiert ist. Wenn Sie die Navikarten haben, werde ich Sie in die Sicherheitsstation lassen. Wir müssen reden. Beeilen Sie sich. Ich beeile mich.